Während die Samba-Gruppe ordentlich Stimmung im Hafen von Arrecife macht, machen wir uns Gedanken, wie und vor allem wann wir ein gutes Wetterfenster bekommen, um nach Madeira zu segeln. Wir wollen uns schon etwas Zeit lassen, das Wetter genau zu beobachten und zu analysieren. Denn die Richtung, in die wir wollen, ist eindeutig die schwierigere. Normalerweise segelt man ja von Lissabon etwa nach Madeira und dann zu den Kanaren. Bei uns ist das eben mal wieder ganz anders. In dieser Region des Atlantiks ist die Hauptwindrichtung aus den nördlichen Quadranten. Nur für relativ kurze Zeit kann man mit südlichen Windrichtungen rechnen. Oft ist entscheidend, wie sich das Wetter auf den Azoren entwickelt. In der Marina Lanzarote hat sich eine echte Community gebildet. Immer wieder trifft man sich auf ein Bier, einen Klönschnack oder tauscht gerne Erfahrungen des Segleralltags aus. Am 15. Februar haben wir unseren Krantermin und bekommen unser neues Unterwasserschiff. Einige kleine Reparaturen werden erledigt und der Propeller bekommt seine Hochglanzpolitur. Wir haben mit Anti-Fouling auf dem Propeller keine guten Erfahrungen gemacht. Daher gilt bei uns, poliere das gute Stück, bis du dich drin spiegeln kannst. Dann hast du möglichst lange Ruhe vor Bewuchs. Wenn ihr einmal auf Lanzarote seid, müsst ihr unbedingt den Markt von Teguise besuchen. Aber der Markt selbst ist für uns nur ein Vorwand, endlich wieder ein Frühshoppen bei Andrea und Gianluca in ihrer Creperia in Teguise zu zelebrieren. Unsere komplette Steggemeinschaft erlebte dort Gastfreundschaft vom Feinsten. Andrea und Gianluca leiten ihre Creperia mit einer wirklich selten erlebten Herzlichkeit. Also notieren. Und beim nächsten Besuch schöne Grüße von Mola Mola bestellen. Wir haben seit einiger Zeit drei Aloe an Bord. Dieses Jahr haben sie prächtig geblüht und sind recht groß geworden. Wir haben beschlossen, sie auf Lanzarote zu lassen und einen schönen Platz dafür gefunden. Adios, Aloes. Wie ich schon in einer früheren Episode erwähnt habe, kann man hier auf Lanzarote die deutschen Gasflaschen im Industriehafen bei Disa mit Butangas füllen lassen. Da wir wahrscheinlich auf Madeira und auf den Azoren keine Möglichkeit dazu haben, nutze ich die Gelegenheit hier noch einmal aus. Und dann scheint es soweit zu sein. Es tut sich ein Wetterfenster auf. Zu beobachten ist seit einigen Tagen ein etwas langgezogenes Hochdruckgebiet, das sich nach Osten verlagert. Es könnte uns einen strammen Anlieger mit 20 bis 26 Knoten aus Nordost bescheren. Wir kalkulieren für die 310 Seemeilen 2 bis 3 Tage, je nach Speed. Je näher wir uns dann Madeira nähern werden, rechnen wir mit nachlassendem Wind. Ob das stimmt? Nun, wir werden sehen. So, die Karte hängt. Wir bereiten uns jetzt auf den morgige Abfahrt vor. Sieht natürlich auch hier dementsprechend aus. Müssen das Fahrrad verstaut werden, die ganzen Klamotten müssen irgendwie seefest gemacht werden. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Aber wir sind
guten Mutes, dass wir das schaffen. Letztes Abendessen in Lanzarote. Einen herrlichen Wrap. Wahnsinn. Donnerstag, der 7.4.22, 7.30 Uhr. Es wird gerade hell. Mola Mola ist seeklar. Die Tanks sind voll und alle Luken sind dicht. Hatten wir doch in den letzten Wochen Probleme mit 4 undichten Fenstern. Nach einem kompletten Ausbau und einer neuen Eindichtung ist dieses Problem aber hoffentlich erledigt. So können wir uns jetzt auf eine schöne Überfahrt freuen. Die ersten 25 Seemeilen fahren wir unter Motor und Stützsegel an der Ostseite Lanzarotes nach Norden, bis wir La Graciosa umrunden. Von hier aus heißt es jetzt Segel setzen und mit 320 Grad Richtung Madeira segeln. Wir sind seit 2 Stunden unterwegs. Lanzarote jetzt zur Hälfte passiert. Ich denke, wir werden noch gute 2 Stunden brauchen, bis wir dann hier oben an der Kap sind. Jetzt hier vor der Abzweig nach La Graciosa zur Ankerbucht. Wir fahren aber hier oben weiter geradeaus und gehen dann hier auf Kurs Madeira. Der Wind hat sich bei 20 Knoten eingependelt, zwischen 18 und 20 Knoten, und wir haben jetzt mittlerweile auch 30 Grad Winkel. Wir werden hier jetzt gleich nochmal locker mal 10 bis 20 Grad dazu kriegen. Das heißt, ein bisschen Glück haben, können wir 50 oder 60 Grad anlegen. Das wäre sehr schön. Dann gucken wir mal, wie es dann geht mit der Welle. Wir haben natürlich hier noch ziemlich Hurga. Da hinten sind die Felsen. Das sind Ursula. Ursula, ja. Und da drüben, ganz drüben, ist der Rock del Este, den wir jetzt passieren. Ja, und voraus La Granza, nicht zu vergessen. Wir sind jetzt 12 Stunden unterwegs und haben 77 Meilen geschafft. Der Wind hat auf 22 Knoten aufgefrischt. Wir sind hoch am Wind mit ungefähr 40 Grad und laufen dabei fast 7 Knoten, teilweise über 7 Knoten. Es schwankt immer so ein bisschen, weil die Welle natürlich bremst. Aber so werden wir jetzt in die Nacht reingehen. Wir haben kleine Segel gesetzt und haben hier hinten unseren Außenbereich etwas mit einer Plane etwas abgedeckt, dass die Windwalze hier nicht ins Cockpit so reinkommt. Und so kann man die Nacht ganz gut verbringen.
Als sich die Sonne nach dem ersten Segeltag, der uns mit Wind von immerhin 20 bis 27 Knoten gut voranbrachte, dem Horizont nähert, bereiten wir uns für die erste Nacht auf See vor. Es ist 7:15. Wir sind seit 24 Stunden unterwegs. Gleich wird die Sonne aufgehen. Es ist etwas bewölkt. Die Nacht war unruhig am Anfang. Wir sind teilweise 7,5 Knoten. Schnell gewesen und wir haben über 140 Meilen bereits hinter uns. Dann sind wir losgefahren und da sind wir jetzt noch ungefähr die Hälfte. Wir haben 262 Meilen hinter uns bereits und es sind dann jetzt die letzten 50 Meilen, die wir noch auf der Uhr stehen haben, die wir dann machen. Und ich denke, dass wir gleich auch die Maschine wieder ausmachen können, wenn der Tag beginnt. Wenn es hell wird, wird bestimmt etwas mehr Wind kommen. Es soll ja auch noch drehen und vielleicht wird es noch ein schöner Sail bis nach Caleta. Der Plotter zeigt das ganz gut, wie momentan die Situation ist. Hier oben ist Caleta, da wollen wir hin. Das sind wir. Hier unten ist noch ein anderer Segler, der will aber nach Quinta del Orbe, das ist hier.
Entspannt und glücklich kommen wir gegen Mittag in der Marina Caleta an. Die Strecke Arrecife Madeira haben wir in 2 Tagen und 5 Stunden gemeistert und dabei 311 Meilen zurückgelegt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 5,9 Knoten und die Maschine lief in den 53 Stunden lediglich 14 Stunden. Eine sehr starke Bewegung im Hafen. Die Boote sind sehr unruhig. Sieht man sich die Hafeneinfahrt einmal genauer an, wird einem klar, warum im Hafen von Caleta so viel Schwell bzw. Strömung die Boote an den Leinen zerren lässt. Da die Wellen zwischen den Molen auf eine senkrechte Spundwand treffen, wird hier viel Wasser aufgestaut. Diese Wassermenge sucht sich nun einen Ausgang und strömt ins Hafenbecken. An der Südwestküste Madeiras gelegen befindet sich die Marina. Sie wird von Fischern der nahegelegenen Fischfarm relativ stark frequentiert. Eine nette Promenade und einige Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Beim Bau der großen Hotelanlage wurde ein künstlicher Strand mit Sand vom Festland zwischen großen Steinmolen eingebettet. Man kann auf Madeira sonst kaum Sandstrände finden und so ist dies was Besonderes. Besonders auffallend für uns ist der klimatische Unterschied zwischen den Kanaren und Madeira. Deutlich kühler und natürlich auch feuchter gestaltet sich das wechselhafte Wetter. Genussvoll lauschen wir den singenden Vögeln, die wir auf Lanzarote doch etwas vermisst haben. Zeit verbringen hier auf Madeira, das steht nun auf dem Programm. Und dann, wenn das Wetter etwas besser wird, wollen wir vielleicht weiter auf die Azoren. Aber was bis dahin noch alles geschieht, das steht in den Sternen. Bleibt alle gesund und klickt wieder rein, wenn es wieder heißt, Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.